Erwachen im Paradies. Sonntag am 22. Juli 2012. 7.24 Uhr. Heute Morgen bin ich im sonnigen, wunderschönen Paradiese aufgewacht und blickte den strahlendsten Engel in die edelmütigen, tief ozeanblauen Augen. Kevin lag neben mir. "Guten Morgen, Schlafmütze", hatte er gesagt, da er vor mir wach wurde. Dann küsste er mich lieb und zart auf die Nasenspitze. "Hast du schön geträumt?", fragte er hinterher mit süßer Stimme. Und schon hier spürte ich all meine Hingabe für ihn aufkommen. Träume, was sollte ich mir wünschen? Für mich ist jedes Wunschdenken wahr geworden. Vorsichtig, als glaubte ich, er sei eine Luftblase, strich ich mit den Fingern über sein Gesicht. "Wozu träumen?", sagte ich lächelnd. "Ich hab doch alles hier." Es reichte mir, seine Nähe bei mir zu spüren, die tröstliche Wärme seiner Haut an meiner, den zufriedenen Duft von Vollkommenheit und seine Hand auf mir, seine Finger, sobald er sie über mich gleiten ließ und ich ein wohlsames, sanftes Erschauern aus der Bauchregion herausspürte. Liebe ist zu wissen, wofür man dankbar sein sollte, welch unerschöpfliche Kraft der Mensch geben kann, einen Halt in der verlorenen Welt. Glaubhaft ist auch, da ich mein Herz auf seines drückte, unser Takt dieselbe Melodie tat und unsere Körper eine unvorstellbare Hitze abgaben, als schweben wir frei im Weltraum, dicht neben der immer grellen Sonnenscheibe. Hier in unserer Sterblichkeit, indem ich seinen Atem auf der Haut trug, fror für uns der Pendelschlag der Uhr ein. Für einen unscheinbar lebendigen Traum war es zu wirklich, darum, so viel gestand ich mir ein, war es kein Traum, sondern mehr, reichlich mehr, um so viel mehr, wonach es nach erfüllbarer Unendlichkeit aussah. Ein Kuss kann sogar hier inmitten in der Zeit noch göttlicher Vollkommenheit schmecken. Lippen nach Sommerhonig, nach süßem Nektar und fortwährendem unerschütterlichen Glücksgefühl. Es mag hier sicherlich niemanden glauben. Wer kann es einem Mädchen von gerade mal 14 Jahren verübeln? Jedoch war mir, indem ich meinen Körper an seinen presste, als verschmolzen wir beide zu einer grenzenlosen, glückseligen, immer schönen Herrlichkeit. Von ihm gehalten werden, festgehalten werden, in Kevins Armen liegen, bedeutete mir eine Entschädigung meiner 14-jährigen Welt. Alles Übel, alles Leid, alles bisher Erfahrene an Grässlichkeit schüttelte ich ab, weil ich der festen Überzeugung nachging, jede frühere seelische Misshandlung, jeder Übergriff von Vater, wenn er betrunken war, konnte ich nun abschütteln, weil mich das Leben hierher zu diesem Moment, an jener Stelle meines Lebens brachte, wo ich mit Kevin vereint unter der Decke im Bett lag. Und immer wieder dachte ich still bei mir, küss mich nochmals, bitte noch einmal, verwöhne mich, lass mich bei dir frei und glücklich sein. Wünsche gehen in Erfüllung, habe ich in mir immer wieder wachgerufen. Normalerweise bin ich kein gläubiges Mädchen, nicht im herkömmlichen Sinne, aber diesmal habe ich Gott und allen Engeln dafür gedankt, dass sie mich mit Kevin zusammenbrachten, den jahrelang gehegten Wunsch mir in die hoffnungsvolle Realität brachten. Ob es falsch war, ob es richtig war, darüber habe ich nicht nachgedacht, weil für mich einzig das wunderbare, frohe, segensreiche Gefühl zählte, welches ich in seiner Nähe, in seiner Umarmung, aus seinen Küssen bekommen durfte. Auch als ich die Hand auf seinen Bauch legte, spürte ich ein Zittern, nur kurz, ähnlich wie bei mir, und seine Finger strichen mir ebenfalls über den flachen Bauch, hinauf zum Herzen, welches für ihn schlug, für ihn allein den atembaren Takt vorgab. Früher habe ich oftmals ungewollt aus schmerzlichem Kummer, aus Verzweiflung geweint. Nun durfte ich aus Seligkeit, mit Seelenfrieden und herzlicher Liebe sehen, wie meine warmen, salzigen Tränen über seine Wangen liefen. Einige werden es für kindlich halten, vielleicht auch unreif, aber für mich, wenn ich ehrlich bin, ist es normal, aus Freude auch darüber Tränen zu vergießen, weil ein fröhlicher, paradiesischer Augenblick sehr viel mehr wert ist. In seinen Augen fingen sich die fahlen Silberglitzer vom Morgenlicht, sie spielten darin. Ich konnte sie wie Diamanten erkennen, eine Weissagung aus der Gegenwart, an mich gerichtet, und ich las darin die Zeilen einer Zukunft, und ich dachte voller Zärtlichkeit, halte mich fest, küsse mich wieder, bitte,
Lass mich nie mehr los. Lass mich mit dir gemeinsam zerfließen. Ich will ein Teil von dir sein. Ein Teil einer für uns gemachten ewigen Welt. Bitte, liebes Schicksal, nimm ihn mir nicht weg. Lass ihn mir. Lass Kevin für immer bei mir sein. Bevor Mom mit den Augentropfen für mich hereinkam, die mir vom Arzt nach der OP vorgeschrieben worden sind, hieß es für mich vorerst Abschied nehmen. Nie hätte ich Kevin sonst freiwillig gehen lassen, wusste ich im tiefsten Innern um den verheerenden Ausgang, käme Mom herein, finde uns zwei, finde uns zusammen im Bett liegen, dann bedeutete es für uns die Hölle auf Erden. Noch während ich in meine Sachen schlüpfte, ins Höschen stieg, warf ich einen Blick hinüber auf ihn, wie er da in langsam erbleichten Morgendämmer sein Lächeln mit mir teilte, und ich spürte es. Es lag so viel wahre Magie in jedem auf uns herabgefallenen Morgenschimmer. Dennoch bin ich übers Bett gestiegen, ihn jetzt gehen lassen, nein, so weit wollte ich es nicht kommen lassen, darum wollte ich Kevin festhalten, ihn bei mir haben. Seine Hand strich mir über den nackten Rücken, welch einzigartiger sommerlicher Schauer ging durch mich hindurch und zündete tausend Fackeln in mir drinnen an. »Geh nicht fort«, flehte ich bange, ängstlich, als müsste ich das Glück nun durch die Finger flutschen lassen. »Was wird Mom sagen?«, appellierte er einerseits an mein Gewissen, dann befragte er durch meine Vernunft. »Denkst du, sie wird es verstehen? Sieht sie, wie ich dich hier halbnackt im Arm halte?« Meine Wange drückte ich weinerlich an ihn, wollte nur sein Herz für mich schlagen hören, aber die Realität hat in seltenen Momenten Verständnis für zwei Liebende, sehr selten. »Nein, sie wird uns dafür hassen«, wirkte ich leise hervor, und damit sprach ich aus, was wir beide dachten. »Mams Zorn auf uns wird alles ruinieren.« Da er ein paar Zentimeter größer war als ich, habe ich aufgesehen, ihn angesehen und ersuchte meine Lippen, was ich mir wünschte, und gibt es etwas Schöneres als im erwachten Morgenlicht von einem geliebten Menschen geküsst zu werden. Warm, zärtlich war es, an ihn gekuschelt zu sein, ihn an mich drücken, dabei so viel Vertrauen und Mut zu bekommen, die eigenen Sorgen und Probleme ausblenden. Der Planet hatte aufgehört, sich zu drehen. Rechtzeitig haben wir uns vorerst getrennt. Schließlich würden wir uns beim Frühstück wiedersehen, obwohl ich ihn ungern losließ. Wie gern wäre ich noch lange mit ihm zusammengeblieben, einfach dastehen, uns umarmen, küssen, als füge jeder seiner Berührung ein verlorenes, geglaubtes Puzzlestück in mir heilsam zusammen. Als Mom hereinkam, bin ich zwecks Alibi nochmals unter die Decke geschlüpft, sah mich im Zimmer um, ob Kevin etwas vergaß, damit ich prompt alle Spuren verwischen konnte. Alles geschafft, kein verräterisches Detail blieb hier. Während Mom mir später den Tropfen ins Auge laufen ließ, hat auch sie die Veränderung an mir bemerkt. Sie fand, ich sei heute besonders gut aufgelegt, fröhlich, und zuerst, das bereitete mir ein Magenbrummeln, habe ich gedacht, ich hätte unbewusst alles ausgeplaudert, mich demaskiert. Es sei ein ganz schöner Morgen, habe ich Mom geantwortet. Es liegt wahrscheinlich daran, weshalb ich so gute Laune habe, und auch daran, weil ich heute Nacht nach den letzten ungemütlichen heißen Tagen wieder durchgeschlafen habe. Was ich für mich behielt, allein in Gedanken laut aussprach, war: »Ja, Mom, ich habe wunderbar geschlafen, auch geträumt, und stell dir vor, du wirst es nicht für möglich halten. Mein Traum hat mich sogar in der Wirklichkeit gefunden, und ich bin glücklich, Mom, so glücklich wie schon lange nicht mehr. Weil ich alles dafür habe, um es zu sein, alles, was mein junges Herz begehrt.« Uns beide in der Öffentlichkeit zeigen, für allen zwischen Leuten, jene uns kannten, beinhaltete immer ein ganz eigenes, gefährliches Risiko. Doch hier in der Wohnung sein, beobachtet, gewissermaßen unter Kontrolle, weil wir keinen Augenblick für uns allein hatten, war auch nicht das Maß aller Dinge. Daher, da wir uns absprachen, haben wir Mom darum gebeten, dass Kevin und ich heute zu zweit chinesisch essen gehen dürfen. Zwar wussten wir, Mom hat gekocht, es tat uns auch leid, hingegen baten wir sie darüber nicht böse zu sein, wenn wir einfach spaßhalber nach langem wieder mal rohen Fisch oder Puddingwürfelchen
naschen wollten. Zumindest Chris war auf unserer Seite. Er sah es eher mit einer Art Doppelmoral. Er meinte, Mom täte niemandem einen Gefallen, ihre Kinder einzusperren. Aber was er eigentlich damit ausdrücken wollte, war, es floss unterschwellig durch, es sei auch für sie, für Mom und Chris, auch kein Fehler, die Wohnung für gewisse Stunden für sich allein zu haben. Also abgemacht, das freute mich sehr. Darüber hinaus habe ich alles vergessen. Fiel zuerst Mom, dann Chris und schließlich Kevin um den Hals, bei ihm am längsten, bis er mir mit den Augenzeichen gab, ihn loszulassen. Mein Überschwang war wirklich eifrig, auch überschäumend, und ich fand es toll, mit Kevin chinesisch zu essen. Welch verzwickte Mühle mich ihn das erwarten sollte, welch prekäre, delikate Lage, darauf war ich nicht vorbereitet. Vom Buffet nehmen ist immer eine gute Entscheidung, und darauf gibt es viele leckere Sachen, blieb ich doch meistens bei Maki und Magiri, dazu natürlich Wasabi. Kevin sah mich von der grünen scharfen Beilage schaufeln. Wie kannst du die grüne Paste nur essen, rätselte Kevin über meinen Geschmack, und ich habe ihm lediglich gesagt, wenn er lieb ist, dann lasse ich ihn auch mal kosten. Wasabi und Sojasauce, als Beilage oder zum Würzen sicherlich bestens geeignet. Kevin blieb bei Nudeln, Früchten und Hühnchen. Da wir in einem chinesischen Restaurant waren, durften freilich die Stäbchen nicht fehlen. Kevin hat sich gleich daran erinnert, als wir jünger waren, hat er mir das Essen, die Fingerfertigkeit mit den Stäbchen beigebracht. Weil ich ihn darum beneidete, war er nicht auf die Gabel angewiesen. Nun kann ich auch damit umgehen. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber mittlerweile habe ich seine Technik mit den Stäbchen perfektioniert. Maki mit Soße, mit Soja, einfach lecker, und Reis, am liebsten würde ich jeden Tag chinesisch essen, und da ich sowieso mein Gewicht halten kann, ebenso wie Kevin, wir können essen, was wir wollen, egal ob früh oder spät, auf unser Gewicht hat es keinen Einfluss. Viele beneiden uns deswegen, Chris auch, weil er wegen seinem Cholesterin Diät halten muss. Er ist nicht dick, nein, ganz gewiss nicht, aber seine Blutwerte verlangen ihm eine ausgewogene Ernährung ab. Bei uns beiden ist es einerlei. Vielleicht wird es sich mit den Jahren ändern. Momentan allerdings brauchen wir darauf keine großen Sorgen oder gar Sorgenfältchen verlieren. Wir lassen es uns schmecken. Kevin habe ich auch davon erzählt, davon ein eigenes chinesisches Buffet in der Wohnung zu haben. Darüber musste er lachen. Ging es nach mir, gäbe es darauf bloß Seetang und kein einziges Putenstückchen, was ihn auf den Plan brachte, ein Stück Pute zwischen die Stäbchen zu nehmen, und dies hielt er mir zum Verköstigen hin. Zunächst lehnte ich ab, dann blieb er hartnäckig. Schließlich war es seine Idee, heute chinesisch mit mir essen zu gehen. Na gut, sagte ich lächelnd und nachsichtig zu ihm, aber verlang hinterher nicht, ich soll auch gackern wie ein Hühnchen. Sogleich habe ich das Stückchen mit dem Mund von den Stäbchen gezogen. Er lachte darüber, mich zu füttern, und auch ich fand es lustig. Auch einen sehr lieben, witzigen Einfall. Dann war ich an der Reihe und es gab kein Zurück. Halb zerteilte ich ein Stück Magiri, packte den Fisch, ich denke es war Lachs, und tunkte diesen für ihn sichtbar in den grünen Hügel Wasabi. Zunächst dachte er sich nichts dabei, es sei wohl für mich, aber dann hielt ich ihm die Speise hin, wie er mir vorhin das dreiste Stückchen putte. Jetzt musst du von mir kosten, bestand ich selbstsicher darauf. Immerhin hatte ich auch das Angebot von seiner Putte zu kosten angenommen. Verschreckt, ziemlich erstaunt, hat er mich angeblickt, so hilflos und darüber im Klaren, was ihn gleich erwartete. Wohin sollte er flüchten? Ich habe nur gelächelt. Mehr Mut konnte ich Kevin nicht machen, aber er, tapfer und ritterlich, zog mit den Zähnen das Stück Wasabi-Lachs von den Stäbchen und hat es brav gegessen. Während er kaute, da merkte ich es, die Schärfe stieg ihn in den Kopf und er bekam eine ganz eigene rote Farbe im Gesicht. Sie stand ihm vorzüglich. Daraufhin musste ich lachen, weil er pustete. Er offenbar die Schärfe doch unterschätzte, und ich reichte ihm mein Glas Limonade und lachte weiter, wenngleich es nicht gerade höflich von mir war. »Du bist gemein«, sagte er mit einer Gesichtsfarbe wie die Krabbenchips am Buffettisch. Allerdings kurz danach hat auch er darüber gelacht, wahrscheinlich weil die Wirkung nachließ.
Kevin meinte danach, jetzt müsse er sich für mich etwas Besonderes einfallen lassen. Sein Unterton überspielte jede Schadenfreude. Und ich beugte mich zu ihm vor, schaute in seine Augen und mir fiel lediglich ein, er soll schnell machen, ich bin ungeduldig. Zugleich haben wir uns geküsst, meine Lippen auf seine gelegt. Lag es am Geschmack des Wasabi auf seinem Mund oder brannte mir sein Kuss bis in die entlegensten Magenwinkel und auch meine Brust flammte lichterloh. Seine Hände halten, mit seinen Fingern spielen, ihn spüren und bei mir wissen. Niemand käme auf einen gottlosen, abwegigen Gedanken, sehe er uns hier am Tische sitzen. Für jedermann, für jeden sonst, glichen wir einem ganz normalen, verliebten Teenagerpaar. Und das war für mich in Ordnung. Mehr sollte es nicht sein. Das Leben so normal wie möglich genießen, ohne dabei auf die Meinungen anderer Leute Wert legen. Nur auf uns zwei kam es an. Kevin plante für uns, er werde, sobald er mit der Schule fertig ist, einen Job und für uns eine Wohnung suchen. Dort können wir gemeinsam uns über die Zukunft Gedanken machen. Es klang wunderbar, auch so weit weg. Immerhin war er erst 15 Jahre und maturierte in einigen Jahren. Kevin, das sind über 3 Jahre, habe ich ein bisschen pessimistisch gedacht. Gemeinsam, zusammen werden wir es durchstehen. Bis dahin aushalten, hat er mir Mut gemacht. Was sind 3 Jahre gegen die Ewigkeit, habe ich ihn sagen hören. Für mich steckt so viel Zuversicht und Hoffnung darin. Eine Wohnung, ein Leben, wir zwei zusammen, so viele Träumen. War es denkbar, war es möglich, durften wir uns dies alles nun vorstellen und für wahr und realistisch ausmalen? Ja, ich war davon überzeugt, es sollte für uns machbar sein. Nur wenn die Wohnung auch einen Balkon hat, habe ich gleich verlautet und gefordert. Kevin lächelte fromm, er fand meine Vorstellung sicher lustig. Kriegst auch Blumenkisten dazu, versprochen. Kurz schloss ich die Augen und reiste voraus. Die Jahre sind vergangen und wir sitzen gemeinsam am Balkon unserer eigenen Wohnung. Vor uns der Duft der Blumen in den Kisten, egal welche. Sie sollten nur bunt sein und Kevin und ich Hand in Hand können uns zufrieden zurücklehnen, das Leben uns gönnen, glücklich sein. Wieso nicht? Bei anderen Menschen klappte es auch. Auch sie hatten es geschafft, eine lebenswerte, würdige Zukunft aufgebaut, bestreiten den Alltag zusammen und auch uns werden die Jahre nichts anhaben können. Durfte ich es wagen, weit vorausplanen, es mir erlauben, fröhlich zu sein und mit ihm an seiner Seite die Träume erleben. Als ich die Augen aufmachte, steckte mir ein Kloß im Hals. Es verschlug mir die nächsten Worte, denn dort zur Tür herein kamen 3 Mädchen. 2 davon waren in meiner Klasse, die 3. in Kevins. Sogleich drückte ich Kevins Finger fester als zuvor. Ob ich ihm weh tat? Jedenfalls sah er, worauf ich meinen Blick richtete und gleichzeitig lösten wir vor Schreck und Panik unsere Berührung. Mir war, als zerschnitt jemand das Band zwischen uns. Natürlich, wie sollte es anders sein, haben sie uns entdeckt und gefunden und lachend kamen sie an unseren Tisch. Höflich, weil es der Schein verlangte, baten wir sie Platz zu nehmen. Alle 3 waren sie auch unterwegs gewesen, den sonnigen Tag genießen. Immerhin hielt der gestrige Regen nicht an. Und während sie darauf losplapperten, schob ich mich weiter und weiter in den Stuhl vom Tisch und war auch ziemlich still geworden. Nach einigen Minuten fragte mich Steffi, die ich etwas vorlaut empfand, wie es sein kann, dass wir beide, Kevin und ich, wir beide noch Singles waren. Der Großteil in der Klasse habe schon einen Freund oder Freundin. Leider brachte es Caro auf den Punkt, fasste es in Worte zusammen. Ich habe sie nicht vergessen können. Lilly, fing sie quietschvergnügt an. Du siehst doch hübsch aus. Das finden wir alle. Es gibt viele Jungs in der Klasse, die es auch so sehen. Wir können dich ja mal verkuppeln. Schließlich zeigte sie auf Kevin und meinte geschwätzig. Ich würde ja Kevin fragen, ob er dich auch hübsch findet, aber ist er dein Bruder? Also Lilly, was sagst du dazu? Und Ellie richtete sich aufdringlich zu Kevin hin. Für dich finde ich in der Klasse sicher auch ein passendes Mädchen. Ich habe schon einige über dich reden hören. Du brauchst es nur zu sagen, da lässt sich sicher was machen. Dabei schenkte sie ihm einen verstohlenen Blick, schob ihren Oberkörper vor. Es war offensichtlich. Kevin schluckte, die Situation war uns mehr als unangenehm. Was sollten wir darauf antworten? Uns zum ersten Mal spürte ich, wie zerbrechlich wir beide doch waren, wie dünn unsere Beziehung am Eis stand.
Fast synchron gaben wir zurück, wir werden es uns überlegen, ihnen dann Bescheid geben. Caro und Ellie zuckten mit den Schultern. Hinterher gaben sie bekannt, sie treffen sich noch mit den Jungs und standen nacheinander auf. Wir sollten es uns überlegen, riefen sie am Weg zum Ausgang her. Sonst seien alle guten Partien schon weg. Während der gesamten Zeit saß mir das Herz im Halse. Ich rang nach Atem, Stacheldraht war mir um die Brust gewickelt und ich dachte, es sähe alles aus. War mir wirklich Unstern bedroht? Sollte es ein Zeichen sein? War es trotz der schönen Augenblicke ein schicksalhafter Wink, dass alles vergänglich war, es keine Zukunft geben sollte? Immerhin standen wir auf Messerschneide und kurz davor erwischt zu werden. Alles war in mir zusammengezogen, verkrampft. Ich stürzte einen dunklen Berghang hinunter und fiel immer noch in die Tiefe. Auch Kevin erging es wohl nicht anders, es sei knapp gewesen, und er sei froh, weil sie endlich gingen. Was mir durch den Kopf ging, zu viel. Ich war enttäuscht und wütend, weil die dünne Trennwand zwischen all meinen Hoffnungen und der Wirklichkeit zum Zerreißen war, und ich, in meiner Verwirrung aus Zorn, reagierte übertrieben kindisch. Kevin habe ich wissen lassen, es war nicht zu übersehen, dass Ellie ihm schöne Augen machte, sie ihm wirklich zugetan war. Sonst hätte sie ihm nicht vorgeschlagen, ihn verkuppeln zu wollen. Kevin winkte ab, er hielt sie für ein Mädchen, welches so viel quasselt. Ellie sei ihm völlig egal und schluss aus. Irgendwie habe ich es überhört, überhören wollen. In mir drehte sich alles, als sitze ich auf einem wahnsinnigen Karussell und mir wurde schwindelig, sank tiefer in den Sessel hinein. Sie hat aber schönere Haare als ich und auch einen größeren Busen, habe ich gesagt. Nun weiß ich, wie dumm ich war, wie ausgesprochen dämlich ich mich anhören musste. Kevin hat meine Hände gefunden, sie leicht gedrückt, ganz zärtlich. Ich habe kurz gezuckt und er versicherte mir ehrlich und glaubhaft. Lilly, denkst du, sowas ist mir wichtig? Wenn ich auf sowas Wert lege, wäre ich mit Ellie zusammen. Aber ich bin es nicht. Ich bin immerhin mit dir hier, weil ich es will, weil es richtig ist. Ich liebe dich. Seine Worte, noch höre ich den Klang seiner Stimme in den Ohren, waren die süßeste, aufrichtigste Musik, welche ich je vernahm. Eine zauberhafte Liebeserklärung, welche mir das Hoffnungsband neu schmiedete. Ich weinte deswegen, nicht weil ich unglücklich war, nein, sondern weil auch er, Kevin, er, mein alles geliebter Kevin, zu unserer Liebe bedingungslos stand, wie ich es mir früher schon hätte eingestehen sollen. Was bin ich dumm gewesen und blind. Sein Kuss schmeckte nicht nach bitteren Zweifeln. Ich küsste eine zuckersüße Wahrheit an ihn, die ich nie mehr im Schatten sehen wollte, denn es gab keinen Kummer, keine Traurigkeit. Wir haben es in der Hand. Pendelschlag der Uhr ein. Für einen unscheinbar lebendigen Traum war es zu wirklich. Darum, so viel gestand ich mir ein, war es kein Traum, sondern mehr, reichlich mehr, um so viel mehr, wonach es nach erfüllbarer Unendlichkeit aussah. Ein Kuss kann sogar hier inmitten in der Zeit noch göttlicher Vollkommenheit schmecken. Lippen nach Sommerhonig, nach süßem Nektar und fortwährendem unerschütterlichen Glücksgefühl. Es mag hier sicherlich niemanden glauben. Wer kann es einem Mädchen von gerade mal 14 Jahren verübeln? Jedoch war mir, indem ich meinen Körper an seinen presste, als verschmolzen wir beide zu einer grenzenlosen, glückseligen, immer schönen Herrlichkeit. Von ihm gehalten werden, festgehalten werden. In Kevins Armen liegen, bedeutete mir eine Entschädigung meiner 14-jährigen Welt. Alles Übel, alles Leid, alles bisher Erfahrene an Grässlichkeit schüttelte ich ab, weil ich der festen Überzeugung nachging, jede frühere seelische Misshandlung, jeder Übergriff von Vater, wenn er betrunken war, konnte ich nun abschütteln, weil mich das Leben hierher zu diesem Moment, an jener Stelle meines Lebens brachte, wo ich mit Kevin vereint unter der Decke im Bett lag. Und immer wieder dachte ich still bei mir, küss mich nochmals, bitte noch einmal, verwöhne mich, lass mich bei dir frei und glücklich sein. Wünsche gehen in Erfüllung, habe ich in mir immer wieder wachgerufen. Normalerweise bin ich kein gläubiges Mädchen, nicht im herkömmlichen Sinne, aber diesmal habe ich Gott und allen Enkeln dafür gedankt, dass sie mich mit Kevin zusammenbrachten, den jahrelang gehegt und ersuchte meine Lippen, was ich mir wünschte
Und gibt es etwas Schöneres, als im erwachten Morgenlicht von einem geliebten Menschen geküsst zu werden? Warm, zärtlich war es, an ihn gekuschelt zu sein, ihn an mich drücken, dabei so viel Vertrauen und Mut zu bekommen, die eigenen Sorgen und Probleme ausblenden. Der Planet hatte aufgehört, sich zu drehen. Rechtzeitig haben wir uns vorerst getrennt. Schließlich würden wir uns beim Frühstück wiedersehen, obwohl ich ihn ungern losließ. Wie gern wäre ich noch lange mit ihm zusammengeblieben, einfach dastehen, uns umarmen, küssen, als füge jeder seiner Berührung ein verlorenen, geglaubtes Puzzlestück in mir heilsam zusammen. Als Mom hereinkam, bin ich zwecks Alibi nochmals unter die Decke geschlüpft, sah mich im Zimmer um, ob Kevin etwas vergaß, damit ich prompt alle Spuren verwischen konnte. Alles geschafft, kein verräterisches Detail blieb hier. Während Mom mir später den Tropfen ins Auge laufen ließ, hat auch sie die Veränderung an mir bemerkt. Sie fand, ich sei heute besonders gut aufgelegt, fröhlich, und zuerst, das bereitete mir ein Magenbrummeln, habe ich gedacht, ich hätte unbewusst alles ausgeplaudert, mich demaskiert. Es sei ein ganz schöner Morgen, habe ich Mom geantwortet. Es liegt wahrscheinlich daran, weshalb ich so gute Laune habe, und auch daran, weil ich heute Nacht nach den letzten ungemütlichen heißen Tagen wieder durchgeschlafen habe. Was ich für mich behielt, allein in Gedanken laut aussprach, war: Ja, Mom, ich habe wunderbar geschlafen, auch geträumt, und stell dir vor, du wirst es nicht für möglich halten. Mein Traum. Erwachen im Paradies. Sonntag am 22. Juli 2012. 7.24 Uhr. Heute Morgen bin ich im sonnigen, wunderschönen Paradiese aufgewacht und blickte den strahlendsten Engel in die edelmütigen, tief ozeanblauen Augen. Kevin lag neben mir. Guten Morgen, Schlafmütze, hat er gesagt, da er vor mir wach wurde. Dann küsste er mich lieb und zart auf die Nasenspitze. Hast du schön geträumt? Fragte er hinterher mit süßer Stimme. Und schon hier spürte ich all meine Hingabe für ihn aufkommen. Träume, was sollte ich mir wünschen? Für mich ist jedes Wunschdenken wahr geworden. Vorsichtig, als glaubte ich, er sei eine Luftblase, strich ich mit den Fingern über sein Gesicht. Wozu träumen? Sagte ich lächelnd. Ich hab doch alles hier. Es reichte mir, seine Nähe bei mir zu spüren, die tröstliche Wärme seiner Haut an meiner, den zufriedenen Duft von Vollkommenheit und seine Hand auf mir, seine Finger, sobald er sie über mich gleiten ließ und ich ein wohlsames, sanftes Erschauern aus der Bauchregion herausspürte. Liebe ist zu wissen, wofür man dankbar sein sollte, welch unerschöpfliche Kraft der Mensch geben kann, einen Halt in der verlorenen Welt. Glaubhaft ist auch, da ich mein Herz auf seines drückte, unser Takt dieselbe Melodie tat und unsere Körper eine unvorstellbare Hitze abgaben, als schweben wir frei im Weltraum, dicht neben der immer grellen Sonnenscheibe. Hier in unserer Sterblichkeit, indem ich seinen Atem auf der Haut trug, fror für uns der Wunsch, mir in die hoffnungsvolle Realität brachten, ob es falsch war, ob es richtig war, darüber habe ich nicht nachgedacht, weil für mich einzig das wunderbare, frohe, segensreiche Gefühl zählte, welches ich in seiner Nähe, in seiner Armung, aus seinen Küssen bekommen durfte. Auch als ich die Hand auf seinen Bauch legte, spürte ich ein Zittern, nur kurz, ähnlich wie bei mir, und seine Finger strichen mir ebenfalls über den flachen Bauch, hinauf zum Herzen, welches für ihn schlug, für ihn allein den atembaren Takt vorgab. Früher habe ich oftmals ungewollt aus schmerzlichem Kummer, aus Verzweiflung geweint, nun durfte ich aus Seligkeit, mit Seelenfrieden und herzlicher Liebe sehen, wie meine warmen, salzigen Tränen über seine Wangen liefen. Einige werden es für kindlich halten, vielleicht auch unreif, aber für mich, wenn ich ehrlich bin, ist es normal, aus Freude auch darüber Tränen zu vergießen, weil ein fröhlicher, paradiesischer Augenblick sehr viel mehr wert ist. In seinen Augen fingen sich die fahlen Silberglitzer vom Morgenlicht. Sie spielten darin. Ich konnte sie wie Diamanten erkennen, eine Weissagung aus der Gegenwart, an mich gerichtet. Und ich las darin die Zeilen einer Zukunft, und ich dachte voller Zärtlichkeit: Halte mich fest, küsse mich wieder, bitte,
Lass mich nie mehr los. Lass mich mit dir gemeinsam zerfließen. Ich will ein Teil von dir sein. Ein Teil einer für uns gemachten ewigen Welt. Bitte, liebes Schicksal, nimm ihn mir nicht weg. Lass ihn mir. Lass Kevin für immer bei mir sein. Bevor Mom mit den Augentropfen für mich hereinkam, die mir vom Arzt nach der OP vorgeschrieben worden sind, hieß es für mich vorerst Abschied nehmen. Nie hätte ich Kevin sonst freiwillig gehen lassen, wusste ich im tiefsten Innern um den verheerenden Ausgang, käme Mom herein, finde uns zwei, finde uns zusammen im Bett liegen, dann bedeutete es für uns die Hölle auf Erden. Noch während ich in meine Sachen schlüpfte, ins Höschen stieg, warf ich einen Blick hinüber auf ihn, wie er da im langsam erbleichten Morgendämmer sein Lächeln mit mir teilte, und ich spürte es. Es lag so viel wahre Magie in jedem auf uns herabgefallenen Morgenschimmer. Dennoch bin ich übers Bett gestiegen. Ihn jetzt gehen lassen, nein, so weit wollte ich es nicht kommen lassen. Darum wollte ich Kevin festhalten, ihn bei mir haben. Seine Hand strich mir über den nackten Rücken, welch einzigartiger sommerlicher Schauer ging durch mich hindurch und zündete tausend Fackeln in mir drinnen an. »Geh nicht fort«, flehte ich bange, ängstlich, als müsste ich das Glück nun durch die Finger flutschen lassen. »Was wird Mom sagen?«, appellierte er einerseits an mein Gewissen, dann befragte er durch meine Vernunft. »Denkst du, sie wird es verstehen? Sieht sie, wie ich dich hier halbnackt im Arm halte?« Meine Wange drückte ich weinerlich an ihn, wollte nur sein Herz für mich schlagen hören, aber die Realität hat in seltenen Momenten Verständnis für zur Liebende, sehr selten. »Nein, sie wird uns dafür hassen«, würgte ich leise hervor, und damit sprach ich aus, was wir beide dachten. »Mams Zorn auf uns wird alles ruinieren.« Da er ein paar Zentimeter größer war als ich, habe ich aufgesehen, ihn angesehen und